Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück hier zu God of War. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich bin nochmal ein klein wenig zurückgegangen zu dem Schmied hier, weil ich da unten einfach nochmal den Typen umhauen will. Für mich ist jetzt ja gerade eine neue Aufnahmesession am Start. Der erste Abend sozusagen vom Spiel ist rum. Jetzt geht's weiter. Und ich habe immer so ein Problem damit, wenn ich etwas zurücklasse, wo ich weiß, man kann den ja eigentlich schaffen und man kann da auch die Kiste aufmachen. Und dann habe ich ein mega Problem damit, das einfach so zurückzulassen. Oh, Rage habe ich voll. Das einfach so zurückzulassen, weil da nervt mich halt immer was. Oh, warte. Ich weiß nicht. Wir sind wieder hier. Ja, klar sind wir wieder hier. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr genau wisst, da ist noch etwas zu holen und ihr geht dann einfach weiter und entfernt euch immer mehr und denkt immer, aber ich hätte das ja noch haben können, ich hätte das ja noch haben können. Ich mag dieses Gefühl nicht, deswegen bin ich hier nochmal zurückgegangen und jetzt schnappe ich mir den da unten einfach und dann passt das schon. Hoffe ich jedenfalls. So, aber erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid hier und auch danke an alle, die wieder die letzte Folge so fleißig bewertet haben mit Daumen nach oben. Das ist wirklich sehr, sehr nett von euch. Und da macht das Let's Play noch viel mehr Spaß als sonst. Gerade aber trotzdem, dass das Spiel hier so toll ist, ist es so natürlich immer also noch eine gute Motivation, wenn die Videos bei euch gut ankommen. Also vielen, vielen Dank an alle. Mach dich bereit! Mach dich bereit, Junge! Alter! Alter, hast du gesehen, wie ich da weggerollt bin und er mich noch gekriegt hat? Voll fies! Bloß nicht schlagen lassen. Warte, vielleicht kann ich ihn die... Okay, weg. Ich wollte fragen, ob ich ihm vielleicht die Klippe runterhauen kann. Das war doch mal nice. Aber hier lebt noch. Nochmal ablenken. Jawoll. Oh, den haben wir zerhackt, ey. Der ist hinüber, auf jeden Fall. War das in Ordnung? Alles in Ordnung. Du musst noch viel lernen. Du musst noch viel lernen? Wieso er? Er hat ihn doch sehr gut abgelenkt für mich, damit ich hier den schweren Angriff machen konnte. Was ist das? Was ist was? Teer. Riecht ja übel. Ja. Nicht anfassen, sonst stinken deine Hände. Ich kann da auch nicht reingehen. Da kommt der Tonmann raus. So, habe ich den auch noch geschafft. Aegis Gold plus 10, Hacksilber 1300 war da drin. Und auch noch Stahl. Gold, 10 Gold und 1300 Hacksilber. Ey. Glaubst du, dass Wiedergänger in Gruppen auftreten? Hm? Und ein ganzer Haufen von denen da oben auf uns wartet und sie echt sauer sind? Junge. Tut mir leid. Blühende Fantasie. Du bist ein Kind, da sollte man blühende Fantasie haben. Es wäre traurig, wenn das nicht so wäre. Und Kratos immer nur mit seinem Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Kratos an. Der trägt sogar einen Baumstamm. Komm, geh mal hoch. Hopp. So, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall auch wieder wohler, weil ich jetzt weiß, da unten, die Kiste habe ich geöffnet und ich habe auch den Typen geklatscht. Ah, da kann ich wieder ruhig schlafen. Wenn wir natürlich wieder den Weg nach da hinten laufen. Da komme ich ja nicht rüber. Aber hier erwartet uns ja keine Bedrohung mehr. Aber wenn ich jetzt schon wieder ein von diesen Stahl gefunden habe, müsste ich da dann auch nicht... Das können wir von hier verschwinden? Ja. Na, guck mal, das ist aber auch cool gemacht. Man kommt hierher zurück und der Junge erinnert sich daran, was hier passiert ist, an dieser Stelle, dass er den Typen aus Notwehr ausschalten musste. Und er fühlt sich hier nicht wohl und sagt es auch, können wir von hier verschwinden. Das ist cool gemacht. Hat immer noch das Gefühl, als könnte man da oben irgendwo hin. So.
Lebenspunkte kommen genau richtig. Gut, dass ich ab und zu mal immer so ein paar liegen lasse. Na, ist hier wieder irgendwo... Guck mal, ich höre hier Raben. Ist natürlich die Frage, ob das ein Hinweis ist, ob da vielleicht eins von diesen Odins Augen ist. Aber die leuchten ja so, das sind nur normale Raben. Nach denen muss man ja jetzt auch noch die Augen offen halten. Odins Augen. Aber ich glaube, mir hat auch letztens nur ein Stahl gefehlt, um irgendwie so eine Rüstung abzudaten. Ne? Ich guck nochmal schnell. So. Rüsten wir dich aus. Rüsten, ja, rüste mich aus. Klauenbogenverbesserung. Brustrüstung. Fortfahren. Ach, Waffenverbesserung verfügbar. Das ist wieder so ein Tutorial jetzt, oder was? Ne, er sagt mir, das ist was. Waffenverbesserung ist verfügbar. Beim Klauenbogen. Etwas für den Jungen? Ah, guck mal, ja, da habe ich noch gar keine Verbesserung. Was kann der denn dann so? Erhöht den Pfeilschaden und schaltet neue Klauenbogenfähigkeiten zum Kauf mit XP frei. Naja, da kann man ja auch Fähigkeiten lernen. Da brauchte ich das, zum Beispiel das Hacksilber. Was hast du vergessen? Die Leviathanas geht nicht, da fehlt mir ja dieses Teil da, Brustrüstung. Könnte ich hier aber auch verbessern. Es ist natürlich die Frage, verbessere ich erstmal mal den Jungen? Oder verbessere ich hier nochmal meine Brustrüstung? Gibt nochmal 2 Stärke und nochmal 4 Abwehr dazu. Ich nehme das. Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Okay, Zwergengeschick. Verbesserung erfolgreich. Wildschwein Schulterschutz. So, jetzt habe ich aber nichts mehr zum Verbessern. Ja, Junge? Oh doch, den Bogen kann ich doch noch verbessern. Haha. Ja, dann mache ich das auch noch. Jetzt hat er Durchschlagskraft. Verbesserung von Klauenbogen erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt verfügbar. So, für den habe ich noch nicht mal... Was soll es denn sein? Ah, guck mal, für das nächste Klauenbogen-Update braucht er auch wieder spezielle Items. Also, gar nicht so schlecht. Fähigkeiten. Zauber? Was hat denn jetzt? Sie haben Rüstung mit einem Zauberplatz angelegt. Ach, durch die Verbesserung hat das Ding jetzt einen Zauberplatz erhalten. Zauber können nur an angelegten Rüstungen und Talismanen mit Zauberplätzen angebracht werden. Zauber bieten Statusboni und einzigartige Boni, wenn der Gegenstand ausgerüstet wird, an denen es angebracht ist. Ja, macht Sinn, ne? Einige Rüstungen verfügen über bis zu 3 Zauberplätze. Drücken Sie Viereck, um den Platz der Rüstung auszuwählen. Drücke, um den leeren Platz auszuwählen. Zauber. Drücken Sie... Hab ich verfügbare Zauber? Ich habe Zauber? Symbol der Beharrlichkeit. Wo habe ich das Ding her? Zauber. Wählen Sie den Zauber und drücken Sie X, um diesen Platz Rüstung zuzuweisen. Das gibt mir... Plus 2 Abwehr gibt das nochmal. Guck mal, dann bin ich schon bei 14 Abwehr dann. Symbol der Beharrlichkeit. Zack, habe ich schon einen Zauber gefunden. Oh, guck mal, Verzaubertrophäe. So, Sie haben erfolgreich einen Zauber an der Rüstung ausgerüstet. Weitere Zauber können in der Welt gefunden oder in Läden erworben werden, wenn sie verfügbar sind. Dankeschön. Sieht man das da auch irgendwo an der Rüstung oder so? Nö, ne? Dass da was leuchtet. Naja, da sieht man das auch. Symbol der Beharrlichkeit hat einfach plus 2 Abwehr. Plus 2 Abwehr für die Rüstung. Cool. Voll nett. Aber macht jetzt keinen Unterschied bei der Rüstung vom Aussehen oder sowas. So, und die Fähigkeiten hier beim Bogen habe ich mir noch nicht mal angeschaut. Ich habe jetzt aber schon Stufe 2. Guck mal, Magiekampf hat der. Atreus kann Magie lernen. Ist noch nicht verfügbar. Und hier die Sachen habe ich schon. Nee, die habe ich noch nicht. Die müsste ich auch noch kaufen. Das ist Klauenbogen-Expertenkampf. Und dann gibt es hier noch das nächste. Atreus hilft Kratos, wenn Gegner in bestimmten verwundbaren Zuständen sind oder wenn Kratos angegriffen wird. Das ist eine coole Sache. Kostet nur 250, das kaufe ich jetzt mal. Das macht Atreus auch noch stärker. Guck mal, er springt auf den Gegner rauf, wenn der auf dem Boden liegt. Ich kann die ins Wanken bringen und er springt mit seinem Messer da drauf. Cool. Und während Atreus einen Gegner wirkt, kann er eine Combo ausführen, wenn Kratos den Gegner weit weg schleudert oder schlägt. Guck mal, dann springt er von den Rücken runter. Der Gegner hat Atreus in der Hand und dann springt er von ihnen runter und schießt noch mit dem Bogen. Das kostet aber schon 500.
Hier ist noch was für 250. Atreus kann eine Reihe von Angriffen mit hohen Betäubungsschaden gegen Gegner in der Nähe ausführen. Wie er den hoch... Guck mal, er schlägt die Gegner hoch und stunt die dann dabei noch. Voll der Killer, Junge. Den nehme ich noch, weil der kostet nur 250. So, für den jetzt hier habe ich keine Erfahrungspunkte mehr. Erhöhter Pfeilschaden und Nahkampfschaden für den Jüngchen. Und erhöht die Feuerrate des Klauenbogens. Okay. So. Nochmal was verbessert. Jetzt kann das Abenteuer aber weitergehen. Ich hoffe, das war auch okay für euch, dass ich da nochmal nicht erledigte Sachen nochmal fertig habe. Lass los, Kratos. Finger weg von der Kette. Aber es hat sich ja schon gelohnt. Also neue Rüstungsverzauberung. Der Junge ist das hier nochmal besser. Also der Weg war nicht umsonst. Was denn? Wieder hier, meinst du, Junge? Aber wir haben ja hier schon die Tür auf. Deswegen ist das hier kein Problem. Bist du schon durch? Braucht man eine Axt nämlich wieder. Sie kommt also, wieder nach unten. Ja, ja. Das ist Schwerkraft, mein Freund. So, und jetzt sind wir auch schon an dem Punkt, wo wir ja letztens aufgehört hatten, in der letzten Episode. Und da sind diese Statuen. Ja, genau. Das. Was ist das? Junge. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Die Seite ist mit Runen beschriftet. Ich schaue mich auch mal kurz in der Umgebung hier um. Da kann man nämlich noch hochklettern. Und da liegt noch Silber. Soll ich dir die Runen vorlesen? Ja, gerne. Ich mag immer gerne eine Lesestunde von dir. Ich gucke aber nochmal. Wobei. Lies mal. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei. Wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Ein Rätsel? Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Niemals werde ich allein. Wie wir zwei. Wir drei gemeinsam sein. Niemals werde ich allein. Wie wir zwei. Wir drei gemeinsam sein. Ich glaube, die Ringe müssen sich drehen. Jo, dreh mal dran. Vielleicht ist hier oben... Ah, da ist auch was. Da ist eine. Links hier ein Hebel. Hm. Aber hier liegt nichts mehr, ne? Da noch nicht. Irgendwo noch Odins Augen oder sowas? Wer weiß, wo die sich verstecken, ey. Die sind ja auch noch so grün und verschmelzen noch nachher mit der Umgebung. Ah, es dreht sich. Sie drehen sich. Komm wieder runter. Ah, okay, und da sind wieder so blaue Flächen, wo ich meine Axt gegenschmeißen kann. Okay. Nein. Ich fange mal mit denen da außen an, irgendwie. War da keins? Da ist eins. Okay. Zu langsam. Oh, du könntest die Zahnräder bestimmt einfrieren. Was du nicht sagst. Warte mal, wo ist denn hier der Außenstein? Arbeiten wir uns von außen nach innen da. Der Teil ist richtig. Ah. Okay, dann machen wir jetzt den Teil hier. Ich glaube, da musste ich da rein. Ja, da muss ich da ran werfen. Der ist es noch nicht. Da ist es. Hey, der war doch. War ich zu langsam mal wieder. Kaputt. Jetzt ist es... Ah, wieso dreht sich das andere Ding jetzt wieder nicht? Jetzt ist es kaputt, sagt er. So? Nee, der muss auf die andere Seite. Also jetzt kommt das Ding. Ah, zu früh losgelassen. Anstrengend. Das ist kaputt, hat er gesagt, ey. Der ist auch witzig, der Junge. Ah, guck mal, das sieht doch schon mal viel besser aus. Ich brauche hier nur noch die Außenringe, ne? Ja. Bitte, stimmt alles. Hey, sieht gut aus. Sehr gut. Ich sehe Runen.
Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Wow. Es ist was passiert. Das sieht ja cool aus. Hat geklappt. Das war das Rätsel. Familie. Kann ich allein nicht sein, wie wir zwei, wir drei, gemeinsam. Okay. Nicht diesmal nicht Freund, Melon, sondern Familie. Sprich Familie und tritt ein. Können wahrscheinlich auch nur so wieder Zwerge sein, die das angelegt haben, oder? Einladen sieht das ja nicht aus. Ich fand's irgendwie gemütlicher, als es zu war. Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben, aber ja. Noch froher, dass wir von hier verschwinden. Okay. Das liegt jetzt hinter uns. Du willst da hoch? Ich geh mal kurz hier hin. Hier kann man auch hoch. Und hier sind Raben. Warte mal, hier sind überall Zeichen. Was ist das hier? Ah, guck mal, ist das ein Schrein? Hier hat jemand ein Tieropfer gegeben, oder? Oder er hat hier genächtigt. Und dann sind hier diese diese Zeichen. Hier auch. Was hat es damit auf sich? Die sind hier überall. Ah, guck mal hier. Artefakt. Ja. Gesichter der Magie, 5 von 9. Ah, war das hier derjenige? Was ist das da oben? Da ist ein Seil. Ah, guck mal, ist der vielleicht hier runtergeklettert? Dann ist das Seil gerissen. Ja, guck mal, das ist gerissen. Guck mal, hier liegt das restliche Stück. Der ist hier abgeschmiert. Ist wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen, weil das Tor zu war. Und hat hier die Zeichen noch rangemalt. Hier konnte er vielleicht noch ein bisschen was futtern. Aber der ist verreckt. Hat aber das Artefakt dagelassen. So viel kann man daraus lesen, wenn man einmal mal die Umgebung beobachtet. Selbst auch sowas erzählend Geschichten. Hab dich? Brauche ich Leben? Nee, ne? Nee. Bewegt sich da was? Oder sind nur Pflanzen? Wie schön das einfach aussieht. Komische Geräusche, die daher kommen. Boah, diese Beleuchtung, ey. Diese Schatten, dann diese Lichteinfall, wie gut. Was ist denn das? Das Knochen? Junge. Diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Mit Atreus Krieger jagen. Darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Jagen wir hier mal. Aber sind das da Knochen? Wenn ja, ganz schön groß. Und da sind wir raus. Das ist hier ein Troll! Was? Brenner Daudi? Ja, Vorsicht! Boah! Alter! Ja, danke schön! Der hat neue Fähigkeiten, also andere als der, den wir im Wald gefunden haben. Ah, okay. Da kommt immer so ein Kreis. Boah, der sieht aber böse aus, ey. Hui! Nein. Boah, wie viel Feuerangriffe der hat. Hä? Ach nö. Jetzt kommt da noch einer angeschissen. Wer ist denn der? Das ist kein Drauge. Ah, okay. Wenigstens stirbt er mit einem Angriff. Ich verbrenne, ich werde sterben. Das Leben. Mir geht's gut, das geht vorbei. Konzentrier dich. Das geht vorbei, sagt er.
Käfer macht er auch. Danke. Bis dann. Und schweren. Daneben. Oh, das Brennen zieht ganz schön meine Lebenspunkte noch runter. Ah, hier ist Rage. Und Leben. Schön an die Haxen schlagen. Und macht den Stampfer. Och, nicht schon wieder so einer aus dem Off heraus. Oh, das sind mehrere. Da ist noch einer. So. Nein, nicht noch einer. Weg. Boah, sind die nervig. Von hinten! Zurück, Junge! Headshot! Nein! Boah, da stampft er jetzt schon mit dem Bogen, mit dem Ding. Da habe ich ihn diesmal getroffen. Boah, sein Stein leuchtet jetzt hart, ey. Was machst du denn jetzt für ein... Er ist in Rage, glaube ich. Und... Jawoll! Au, in die Nase, mein Freund. Er ist hinüber, das. Das hast du richtig gesehen, mein Junge, ey. Der ist hinüber. Boah, krass. In Valdis Amboss, schwerer Runenangriff. Ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner im Werkbereich einfriert. Wow. Das kann ich wieder in meine Waffe einbauen. Ich habe ja einen leichten Runenangriff und das ist diesmal ein schwerer. Schwerer Runenangriff. Runenangriff verbessern. Ermöglicht einen zusätzlichen Folgeangriff durch Drücken von R2 nach dem ersten Schlag. Boah, wie er da rumspringt. Das ist ja krass. Jetzt habe ich das Ding eingebaut. So, L1 blocken und dann R2 gedrückt halten. Ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner im Werkbereich einfriert. Boah, ey, wie geil. Guck mal, jetzt habe ich in der Axt halt beide drin. Hier den leichten Runenangriff, wo ich die Gegner da blende und betäube. Und jetzt hier den schweren. Fette Sache. Und da ist noch was Lilanes. Was ist das? Weicher Stahl plus 2. Und Bestrarium auch wieder neu. Hacksilber hat er noch fallen lassen. 2600! Hat sich doch mal gelohnt, der Kampf. Also, L1 gedrückt halten zum Blocken. Erstmal die Axt rausholen. So, blocken und dann... Jawohl. Das ist der untere Schlag da. Der hat aber keine Abklingzeit, oder? Ah, doch, jetzt. Scheint aber eine lange Abklingzeit zu haben. Oh ja, länger als der leichte Runenangriff. Aber gut, da der jeden Gegner einfriert, auch eine echt mächtige Variante. Guck mal, hier kann man auch hochklettern. Da ist eine Kiste. Kiste. Jetzt, mein Sohn, müssen wir uns hier erstmal im Bereich umsehen. Das sieht mir da ein wenig so aus, als könnte man das kaputt machen. Okay. Ich habe geläutet. Und weg. Man kann läuten, aber... Es passiert nichts. Hätte man das vielleicht im Kampf nutzen können, das Läuten? Was war das gerade? Was war... Habt ihr es gehört?
War das der Junge? Ich hätte eben noch von hier hinten irgendwo ein Geräusch gehört. Da, schon wieder. Das ist nur gut, da ist nur Runensymbol. Vielleicht muss ich von hier aus werfen. Aber immer wenn das aufhört zu schwingen, das Ding, kommt irgendwie so ein Geräusch. Also damit muss ich auf jeden Fall gleich was machen. Ah, guck mal, das ist da eine Runenkiste. Ah, jetzt sehe ich's. Machen wir das auch noch eine Kiste. Da kann man auch hoch. Ah, ich glaube, ich muss die, um die Runen zu zerstören, alle drei gleichzeitig zum Schwingen bringen, oder? Er lässt erstmal die Kette runter. Hab Dank. Hier. Was steht da? Die Runen stehen für die drei Nornen. Nornen? Die Mäuren. Die Mäuren. Sie bringen nichts Gutes. Die haben ja im Norden auch Mäuren. Die Furien. Die hatten Kratos ja schon mal im Gefängnis eingesperrt, weil er den Eid Ares gegenüber gebrochen hatte. Und deswegen hat Ares ihn dann einsperren lassen von den Mäuren. Muss ich schnell sein. Komm. Hab ich es geschafft? Nein. Ah, das ist immer so zu weit weg. Immer noch nicht geschafft. Das Blöde ist, dass die hinten so weit weg ist, die Rune. Ich muss so dicht dran, damit das dann klappt. Ja, jetzt. Immer nur, wenn das Zeichen da ist, dann trifft das Ding auch. Jetzt habe ich es geschafft. Ein Apfel, der dritte. Ich krieg mehr Leben. Sie haben 3 von 3 Idun-Äpfel gesammelt, die Sie zur Erhöhung Ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Sie haben 3 von 3 gesammelt, maximale Gesundheit erhöht. Und da sieht man das. Oh, wow. Da ist er aber größer geworden. Der gute Balken. Hat sie gesagt. Okay. So, wir können da hinten noch durch den Spalt gehen. Aber hier hat mir der gute Atreus ja die Kette runtergelassen. Gucken, was das noch für einen Zweck hatte. Ah, oh, sowas habe ich auch noch nicht gefunden. Ein Runenstein. Lerne ich da was? Junge. Ha, interessant. Okay. Sollte ich mir aufschreiben? Ja. Was denn? Lass mich teilhaben. Wissen Sie hinzugefügt. Was ist denn das? Gebet an Odin. Nimm hier unser Opfer an, mächtiger Allvater, und erlöse Midgard von Hels wilder Jagd. Odin, weisester von allen, dessen Atem Askre und Embla den ersten unseres Volkes Leben einhauchte. Wir erbitten euren Schutz, sendet eure stolzen Walküren und erschlagt die Todeslosen. Sendet eure stolzen Söhne Thor und Baldur, um uns zu schützen. Sendet Drachen, um die eisige Horde zu vernichten. Rettet unsere Seelen, auf dass wir euch auf ewig dienen mögen. Odin hat diese Nachricht wohl nicht bekommen. Oder es war ihm egal. Ja. Die wilde Jagd. Aber das hier war doch auf jeden Fall mal ein Riesendrache, oder? Ich meine, das hier sind Knochen. Da vorne sieht es aus wie so Beckenknochen und so. Okay, war also nur Wissenswertes da oben, aber gab Erfahrungspunkte, das zu finden. Nicht schlecht, aber an sich, der ganze Ort hier ist voll schön. Da geht's aber, denke ich mal, weiter, oder? Oder da? Ah, da hinten kann man auch hochklettern. Nein, Junge, wir haben uns nicht verirrt. Das ist natürlich die Frage, wo ist der Weg? Und da kann man hochklettern. Und da geht es rein. Ich werde mir auf jeden Fall beides ansehen. Aber ich genieße nochmal hier schön diese Aussicht bei dem Wasserfall.
und verabschiede mich von euch. In dieser heutigen Episode wieder viel passiert, einen weiteren Troll bekämpft, der andere Fähigkeiten hatte als der Troll vorher. Also die ganzen Trolle, das hat der Spieleentwickler ja gesagt, sollen immer unterschiedlich sein. Kein Troll soll sich den anderen ähneln, sondern die haben ihre eigenen Fähigkeiten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn euch das Ganze auch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann schaltet in der nächsten Folge ein. Macht's gut und bis denn. Ciao, ciao.